Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? Bitte, Herr Bundesrat René Pfister. Lieber Kollege Herbert, nur zur Klarstellung. Nur zur Klarstellung, wenn ich hier eine Wortmeldung abgebe, geht es mir persönlich und meiner Fraktion darum, dass den Menschen geholfen wird, dass die Menschen eine Sicherheit haben, dass die Menschen wissen, um was es geht und nicht um eine Unterstellung, weil ich erinnere mich nur zurück und das ist noch keine 8 Stunden her, dass da jemand aus Ihrer Fraktion da nicht sehr zimperlich war mit Dingen, die er hier ausgeteilt hat vom Rednerpult, ohne sich da irgendwie nur zu entschuldigen oder nur zu rechtfertigen, was da vor 8 Stunden, nur knapp 8 Stunden passiert ist. Und ich wünsche mir schon, dass wir hier diese Diskussion führen und ich wünsche Ihnen auch einmal die Möglichkeit zu haben, Verhandlungen zu führen, wenn es darum geht, ob ein Unternehmen, ob die Beschäftigten morgen einen Job haben oder nicht. Ich wünsche Ihnen das einmal. Machen Sie das einmal, führen Sie diese Verhandlungen und seien Sie einmal dabei. Berichten Sie nicht immer von irgendwelchen Schauergeschichten, die Sie Ihnen irgendwer erzählt hat, wo Sie selber keine Ahnung haben, wie es den Beschäftigten in Unternehmungen geht. Und noch einmal, wie gesagt, diese Unterstellungen und diese Wortwahl kommt hier nicht von mir. Die haben ganz andere in der Früh schon gewählt. Und ich bitte nur darum, dass wir das dann auch ernst nehmen, wenn wir da in der Runde diskutieren. So, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann ist die Debatte geschlossen.